Der Film zeigt einige Aspekte in der Funktionsweise des menschlichen Herzens und geht auf Hintergründe der Wirkungsweise spezifischer rhythmischer Dichtungen auf das menschliche Herz ein. Der elektrische Aspekt des Herzens. Unser physisches Herz ist ein Organ, das ungefähr 70 Mal in der Minute Blut in jede Zelle des Körpers pumpt. Jeder Herzschlag besteht aus drei Phasen: Systole, Diastole, Ruhephase. Diese drei Phasen ergeben sich aus einer konstanten elektrischen Aktivierung im Herzmuskel von der äußersten rechten Seite des Herzens bis zum tiefsten Punkt des Herzens, der Herzspitze. Diese elektrische Aktivität wird Herzrhythmus genannt. Wenn der Sinusknoten, der Impulsgeber des Herzens, der im rechten Vorhof lokalisiert ist, nicht korrekt arbeitet, können wir das durch elektrischen Apparat ersetzen, den wir Herzschrittmacher nennen. Heutzutage ist es auch möglich, die natürliche Aufgabe des Herzens durch einen künstlichen Apparat ersetzen zu lassen, nämlich durch das Kunstherz. Ein gesundes Herz ist ein autonom oder unabhängig arbeitendes Organ und es schlägt in der Brust. Die sympathischen und parasympathischen Nerven regulieren den Herzschlag nach den Anforderungen von Gehirn und Körper und sind mit dem Kleinhirn verbunden. Sie erhöhen oder reduzieren die Zahl von Herzschlägen. Das Herz schlägt zwischen 20 und 180 Mal pro Minute, je nach dem jeweiligen mentalen und körperlichen Zustand und abgestimmt nach Situation und Umständen. Die Nerven bringen also die Informationen des gesamten Körpers zum Herzen. Neben dieser einseitigen Beziehung zwischen Gehirn und Herz gibt es eine zusätzliche Verbindung über das Hormonsystem des Körpers, nämlich die Hormone werden ins Blut ausgeschüttet. Hier ist der Einfluss zwischen Gehirn und Herz wechselseitig. Der elektronische Aspekt des Herzens. Der Körper ist voller Wassermoleküle. Gerade Muskeln bestehen zu 80% aus Wassermolekülen. Jedes Wassermolekül seinerseits besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Jedes Wasserstoffatom besteht aus einem Proton und einem Elektron. Das Elektron dreht sich auf seiner Laufbahn, auf seiner Umlaufbahn im Zentrum des Atoms um das Proton. Wenn das Wasserstoffatom mehr Energie bekommt, erhöht sich die Masse des Elektrons und es wechselt seine Umlaufbahn, um schneller um das Proton zu kreisen. Dies ist kein stabiler Zustand und das Elektron gibt seine erhöhte Energie an Elektronen in seiner Umgebung ab, um dann wieder auf die ursprüngliche Umlaufbahn zurückzukehren. Daher können die Wasserstoffelektronen ihren Energiezustand relativ leicht ändern und ihre Energiewellen abhängig von einer bestimmten Frequenz in den sie umgebenden Raum abgeben. Wenn wir beispielsweise etwas Wasser in einem Behälter aufs Feuer stellen, wird die Wärmeenergie des Feuers die Elektronen des Wasserstoffatoms aufladen und sie anregen und das Wasser beginnt zu kochen und schließlich zu verdunsten. Das gleiche Phänomen der Anregung von Wassermolekülen kann auch durch den Einfluss von Mikrowellen erfolgen. Die Magnetresonanztomographie, MRT, auch genannt Kernspintomographie, funktioniert genau nach dem gleichen Effekt. Der Körper wird in der Röhre des MRT einer hochfrequenten Schwingung von Mikrowellen ausgesetzt, welche ständig die Elektronen der Wasserstoffatome im Gehirn, Herz oder in anderen Organen des Körpers anregen, je nach deren Struktur. Wenn der Tomograph keine Wellen mehr aussendet, sendet der Körper weiterhin Schwingungen der gleichen Frequenz in die Röhre des Tomographen.
Freiheit und das Geheimnis des Drehtanzes. Wir führen in ein hartgekochtes Ei einen Eisenspan ein. Dann stellen wir einen Aufbau mit drei elektrischen Spulen her und stellen die Stromversorgung sicher. Der Aufbau der drei Spulen gewährleistet ein Magnetfeld, das in Kreisrichtungen steht und aufgehoben wird, indem die drei Spulen jeweils kurz nacheinander an- und ausgeschaltet werden. Dadurch wandert das Magnetfeld fortwährend in Kreisrichtung. Jetzt platzieren wir das hartgekochte Ei mit dem eingeführten Eisenspan in einer Schale über den drei Spulen. Das kreisende Magnetfeld erfasst den Eisenspan im Ei, wodurch das Ei sich um seinen Schwerpunkt zu drehen beginnt, da es dem kreisenden Magnetfeldstrom folgt. Würden wir nun die Stromzufuhr in die Spulen erhöhen, so würde das Magnetfeld auch intensiver werden. In dessen Folge könnten wir auch eiserne Gegenstände mit höherem Gewicht in Drehung versetzen. Das Ei wird durch die zugeführte magnetische Energie aufgeladen und seine Elektronen richten sich andauernd in Richtung der drei Spulen aus. Wenn das Ei also dem kreisenden Magnetfeld ausgesetzt ist, beginnt es zunächst zu schwanken und fängt dann an, sich in die jeweilige Richtung zu drehen, wie das Magnetfeld kreist. Zunächst sieht die Bewegung des Eis chaotisch aus und erst nach einer kurzen Weile richtet es sich auf und dreht sich um seine Achse. Jetzt steht das Ei nicht nur unter dem elektromagnetischen Einfluss des zentralen Felds der drei Spulen, sondern ist völlig polarisiert in sich. Im letzten Schritt unterbrechen wir die Stromzufuhr und beenden die Aktivität der drei Spulen. Das magnetische Feld ist damit aufgehoben, doch das Ei wird sich einige Augenblicke lang weiterhin aufrecht drehen, bevor es umkippt, schwankt und schließlich zur Ruhe kommt, da keine Energie mehr vorhanden ist. Scharch über das Wirbeln. Statt unseres technischen Aufbaus mit den drei Spulen setzen wir jetzt die Schwingung spezifischer Rhythmen ein. In bestimmten Zeremonien werden rhythmische Dichtungen von einem geübten Rezitator vorgetragen, während er gleichzeitig auf einer großen Tombak spielt. Dabei löst der Rezitator die in der Struktur der Dichtung festgehaltene Energie heraus, sodass sie in den Zellen der Körper aller Anwesenden resoniert. Elektronen des Wasserstoffanteils der Körperflüssigkeit, insbesondere der Flüssigkeit im Herzen der Zuhörer, werden in eine Unruhe versetzt, sodass die Körper sich unwillentlich zu bewegen und schließlich zu drehen beginnen. Das Drehen setzt sich für eine Weile fort, selbst wenn der Rezitator schweigt. Während einer Sufi-Zeremonie, Saman, kann man diese Resonanz erfahren, denn das Prinzip der inneren Schwingung kommt dort zum Tragen. Die Musiker und der Sänger oder Rezitator wenden in ihrer Musik spezifische Rhythmen an, die den Raum und die Körperzellen der Zuhörer in Schwingung versetzen. In den Herzzellen der Anwesenden resoniert der Rhythmus, den die Musiker gespielt haben, auch nachdem sie ihr Spiel lange beendet haben.
Diese Rhythmen schaffen ein Magnetfeld im Versammlungsraum und verbinden die Herzseelen der Anwesenden durch das Phänomen der Induktion mit einem Feld des kollektiven Bewusstseins. Induktion bedeutet hier Übertragung auf nicht physische oder auf immaterielle Weise von einem Herzen zu anderen Herzen. In diesem intensiven Magnetfeld können die Anwesenden je nach Intensität der losgelösten Energie von einer wirbelnden Energie erfasst werden, die sie veranlasst, von ihrem Sitz aufzuspringen und sich zu drehen. Saadi, ein persischer Mystiker und Dichter, sagt dazu in poetischer Weise: Die Musiker haben längst den Versammlungsraum verlassen, doch die Sufis drehen sich weiter in ihrer Saman. Liebe hat einen Anfang, doch hat sie kein Ende.